Hallo Tierfreunde und willkommen zum nächsten Kochvideo. Ja, so langsam wird es wirklich kalt draußen, zumindest bei mir. Und deswegen denke ich, es ist wirklich eine gute Zeit, um jetzt mit richtig guten Suppen anzufangen. Und heute habe ich für euch eine richtig schöne, klare Gemüsesuppe. Dafür braucht ihr eigentlich größtenteils Gemüse eurer Wahl, denn da kann man wirklich nehmen, was man möchte, was man wirklich gerne mag. Oder was halt einfach da ist. Und ich koche dafür immer eine klare Brühe aus Gemüseabschnitten. Da habe ich hier schon mal was vorbereitet. Also ich sammle immer eine ganze Weile und friere das dann ein. Und ihr könnt im Grunde alles nehmen, was ihr möchtet. Ich habe zum Beispiel hier Blumenkohlblätter, Pastinakenschalen, Möhrenschalen, ein bisschen was vom Stangensellerie, dann Süßkartoffelschalen. Ein bisschen rote Beete geht auch immer, allerdings ändert das sehr die Farbe, wenn da zu viel rote Beete-Schale drin ist. Was habe ich noch hier? Ein bisschen Fenchelreste und auch noch ein paar Kürbisschalen. Und da könnt ihr im Grunde alles nehmen, was ihr möchtet. Zum Beispiel auch die inneren Teile von Paprika oder Brokkoli-Stängel. Auch Auberginenspitzen sind bei mir manchmal drin. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass das alles nicht überhand nimmt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel größtenteils zum Beispiel Rosenkohlabschnitte in eurer Brühe habt, dann würde es natürlich extrem nach Rosenkohl schmecken. Deswegen versuche ich immer von allem möglichst gleich viel drin zu haben und nicht von einer Sorte irgendwie zu viel, damit das halt nicht zu sehr in eine Richtung geht. Ja, die werden wir jetzt erstmal schön auskochen. Okay, los geht's. Ja, dafür brauchen wir natürlich einen großen Topf. Da gebe ich jetzt erstmal die ganzen Gemüsereste rein. Worauf ihr übrigens auch achten solltet, wenn ihr sowas macht, nehmt auf jeden Fall Biogemüse, denn gerade bei der Schale, bei konventionellem Gemüse, würde ich sagen, dass das nicht unbedingt in der Suppe landen muss. So, ich gebe jetzt noch ein bisschen Thymian dazu. Wenn ihr jetzt frischen Thymian im Garten habt, dann könnt ihr da einfach ein paar Stängel dazulegen. Außerdem noch ein paar Pfefferkörner und ein paar Wacholderbeeren. Und ein paar Blätter Salbei. Und bei den Gewürzen könnt ihr natürlich auch variieren. Zum Beispiel würde sich auch Rosmarin sehr gut darin machen. Ja, das Ganze gießen wir jetzt einfach mit Wasser auf. So, jetzt bringen wir das Ganze zum Kochen. Am besten mit Deckel, das geht ein bisschen schneller. Und dann werde ich die Hitze circa auf die Hälfte reduzieren, vielleicht auch ein bisschen weniger. Und werde das Ganze dann circa eine Stunde lang köcheln lassen. Ihr könnt es auch noch länger köcheln lassen, wenn ihr möchtet. Aber normalerweise ist das eigentlich ausreichend. Wenn ihr jetzt übrigens keine Gemüsereste habt, dann könnt ihr auch einfach die Schalen von dem Gemüse nehmen, was ihr nachher als Einlage benutzen wollt. Funktioniert auf jeden Fall auch. Und ja, in diesem Fall, also die Methode mag ich wirklich sehr gerne, weil ich einfach von meinem Gemüse möglichst wenig wegschmeiße und möglichst viel verwenden kann. Ja, das dauert jetzt eine ganze Weile, wie gesagt, ungefähr eine Stunde. Also bis gleich. So, bei mir hat die Suppe jetzt ungefähr eine Stunde gekocht, dann habe ich sie nochmal ausgemacht und ein bisschen ziehen lassen. Die festen Bestandteile könnt ihr jetzt erstmal mit einer Schaumkelle rausnehmen. Dann braucht ihr ein Sieb und einen anderen großen Behälter, um die Suppe umzufüllen. Also am besten natürlich einen Topf, wenn ihr nochmal einen in derselben Größe habt. Und dann nehme ich immer auch ein Baumwolltuch, um die Suppe durchzusieben. Erstmal wird sie dann ein kleines bisschen klarer, weil die Trübstoffe ein bisschen rausgefiltert werden. Und zum Zweiten, bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt Gemüse aus dem Garten benutze, dann wasche ich das nicht immer hundertprozentig, bevor ich das schäle. Das heißt, in der Suppe ist auch mal ein bisschen Sand drin und den könnt ihr damit auch ganz gut rausfiltern. So, die Suppe einfach durch das Sieb gießen. So, dann geht es ans Gemüse der Suppe. Dafür habe ich hier eine halbe Zucchini, eine kleine Pastinake, ca. 5 Kartoffeln, 3 Zwiebeln, eine halbe Süßkartoffel und 2 Möhren. Und da könnt ihr auch wieder variieren, wie ihr möchtet. Zum Beispiel könnt ihr auch Fenchel mit dazugeben oder auch Blumenkohl, Brokkoli. Was ich auch sehr lecker finde, sind zum Beispiel kleingeschnittene Pilze. Ja, da könnt ihr im Grunde wirklich an Gemüse nehmen, was ihr gerne mögt. So, ich schäle jetzt erstmal sämtliches Gemüse. So, mal von den Kartoffeln und der Zwiebel jetzt abgesehen, werde ich die Schalen auch wieder aufheben für die nächste Gemüsebrühe. Und das Gemüse könnt ihr jetzt einfach fein würfeln. Ihr könnt auch gröbere Stückchen von schneiden, wenn ihr möchtet. So, die Wurzelgemüse habe ich jetzt alle in eine extra Schüssel getan.
Die Zucchini lasse ich erstmal extra, weil die auch nicht so lange braucht zum Kochen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Lauch habt, dann solltet ihr das auch erstmal extra legen, weil das erst zum Schluss dazugegeben werden muss. Die Zwiebel habe ich auch extra, damit ich die zuerst anbraten kann. Und dazu gebe ich jetzt noch zwei kleine Knoblauchzehen. Die könnt ihr einfach in Scheiben schneiden. Dann braucht ihr euren Topf wieder und ich nehme jetzt 1 bis 2 Esslöffel Kokosöl. Aber ihr könnt auch Olivenöl nehmen, Sonnenblumenöl oder welches Öl ihr gerne mögt. Und wenn das Öl heiß ist, könnt ihr die Zwiebeln und den Knoblauch einfach in den Topf geben und diese ganz kurz glasig anschwitzen. Dann könnt ihr euer Gemüse in den Topf geben. Einmal gut durchrühren. Und kurz darauf auch schon eure Gemüsebrühe dazu gießen. Die Suppe könnt ihr dann jetzt erstmal zum Kochen bringen und dann für ca. 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. So, nach 15 bis 20 Minuten könnt ihr auch die Zucchini dazugeben und einmal kurz mitkochen lassen. Und dann müsst ihr eure Suppe im Grunde einfach nur noch mit ein bisschen Salz abschmecken. Natürlich könnt ihr jetzt auch noch ein paar Kräuter dazugeben oder zum Beispiel auch Gewürze. Muskatnuss würde sich zum Beispiel eignen. Ihr könnt noch mal ein bisschen Pfeffer reinmalen, wenn ihr möchtet. Und was ihr auch machen könnt, ist etwas Chili reingeben. Die könnt ihr auch eine Weile mitkochen. Also hättet ihr vorhin schon reinpacken können, damit das so eine leichte Schärfe in der Suppe entsteht. Aber genauso gut könnt ihr auch jetzt einfach mit Chili-Pulver arbeiten. So, wenn ihr eure Suppe abgeschmeckt habt, dann gebt noch mal den Deckel rauf und lasst sie noch mal ganz kurz aufkochen. Und dann ist sie auch schon fertig. Ja, und fertig ist eure selbstgemachte Gemüsebrühe. Sieht wirklich super aus, finde ich. Mal kosten. Klasse. Es sieht wirklich kaum was Besseres. Wirklich oberlecker. Ja, das dauert zwar eine ganze Weile mit dem Gemüsereste auskochen und so weiter und so fort, aber es lohnt sich wirklich. Also natürlich könntet ihr auch einfach das Gemüse kleinschnippeln, anschwitzen, Wasser raufgeben. Aber das ist bei weitem nicht das gleiche, selbst wenn ihr das dann mit Gemüsebrühenpulver würzt, als so eine selbstgemachte wirklich Gemüsebrühe. Ich finde, da geht nichts drüber. Übrigens, aus der Brühe müsst ihr nicht unbedingt Suppe machen. Also ihr könnt die auch vielfältig anders benutzen. Zum Beispiel könnt ihr auch ein prima Risotto daraus machen. Also ganz einfach den Reis anschwitzen, vielleicht ein bisschen anderes Gemüse dazugeben und anstatt mit Wasser dann ganz einfach mit der Brühe ablöschen und einkochen lassen. Ist auch eine prima Sache. Genauso natürlich auch mit jedem anderen Getreide, zum Beispiel mit Hirse oder mit Grünkern. Ja, ist jedes Mal auf jeden Fall super lecker. Ja, ich werde mir jetzt den Rest der Suppe zu Gemüte führen und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Es ist noch so bitter, es ist noch so bitter.